Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Ja. Das Spiel hat was, definitiv. Auf jeden Fall. Auch wenn wir schon seit Stunden eigentlich nur am Bauen sind. Aber so eine kleine Base und eine kleine Grundlage zu haben, ist erstmal nicht. Also ich. Ne, will halt erstmal nicht weg. Ich habe keine Knochenrüstung, nichts. Ist wichtig, ein Rückzugsding zu haben. Wird schon wieder dunkel. Bin gespannt, ob das klappt mit diesem zweiten Boot. Ich bin auch gespannt. Das muss irgendwie funktionieren. Bei anderen hat es ja auch geklappt. Ja. Ja, okay. Falsch gesagt. Bin gespannt, wie es funktioniert. Vielleicht kann ich den Wagen schieben. Aber ich krieg ihn partout nicht mehr. Hier weg. Ja, eigentlich brauchen wir nur übertrieben viele Stöcker und noch ein paar Knochen. Aber die Knochen kommen von ganz alleine. Ja, ein paar Knochen. Ein paar. Mehrere. Sollte mal so ein Dorf vorbeischicken. So, ich schnapp mir nochmal zwei Baumstämme. Wahrscheinlich hast du jetzt eh schon alle, oder? Ich habe jetzt zwei, ich brauche noch zwei. Okay, dann bringe ich genau die fehlenden mit. Ja. Och nö. Was? Ach, ich weiß, ja, jetzt weiß ich, wie er das. Nee, warte. Auf jeden Fall geht die Treppe ein bisschen. bisschen Schlafzimmer. Ja, und jetzt ein Fund. Und jetzt ein. Kannst du noch ein Fundament da langziehen, oder? Das will ich jetzt hoffen. So, ja. Wollen wir erst schlafen? Ich habe schon wieder unsere Nachbarn gehört. Und wir probieren es erst. Jetzt habe ich den eigenen Boden. Jetzt geht das auch. Den geht's wieder richtig. Klappt. Ja. Problem ist, ich weiß nicht, wie lang das jetzt wird. Ah, nö, warum? Shit, ach man. Das ist ein dreieckiges Ding, oder? Ja, das, ich habe mich verklickt. Nochmal, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Besser ist es sogar, wenn ich hier nicht runterfalle. Dass sie dich erwischen. Ja, wenn ich hier runterfalle, ist ein bisschen blöd. Kaputt machen können sie nichts, oder? Eigentlich nicht, nein. So. Mach gleich über diese Schlafzimmer mit, oder? Das will ich nochmal, glaube ich, einzeln machen, die große Fläche. Ich glaube, das lässt sich besser handeln. Ja, okay, das stimmt auch wieder.
Das Problem ist, ich sehe nicht, wie weit ich. Ich bin, glaube ich, zu weit, ne? Ja, ich kann die Ecke hier nicht setzen, weil hier nichts unter ist. Okay, und Shit. wenn wir es nur so eckig nehmen, so eine dreieckige, hat doch auch was Stylisches. Könnten wir auch nehmen. So meinst du. Ja, hat doch auch was Stylisches. Also Findest zumindest du sind das? unsere Essenssachen geschützt. Genau. Und die Terrasse hat freien Sonnenlicht. Hat was. So, jetzt versuche ich mal das Etagendach hier reinzuziehen. Nicht hier durchfallen. Es ist einer da oben. Wo? Schließ ab. Genau am Fenster. Dann schließ ab. Und andererseits, wir brauchen Knochen. Hallo, dumme Kuh. Hier bin ich. Tschüss. Gesehen. Die war auch, glaube ich, alleine. Es sind drei oder vier Stück. Ich höre nämlich keinen mehr. Ich schon. So, kümmerst du dich um die Knochen? Jawohl. Dann gehe ich mal gucken, ob ich das Dach hier drauf gezimmert kriege. Heize schön Feuer an. So. Was ist der ganz äußere rechte Balken? Der leuchtet bei mir so rot. Rechts außen deine So ein Ausdauer. Halbkreis. Die Ausdauer ist das Blaue. Ja. Niedrige Energie ist etwas. Muss ich essen? Hä? Boah, das Dach wird richtig hässlich, weil unser Haus schief steht. Ich esse. Ja, das war. Ich dachte immer, der Magen sagt. Das war das auch. Ab sofort nenne ich dich nur noch Baumeister Bob. Baumeister Bob. So, 107 Baumstämme. Alles klar, mach mal Blatt. Muss mal gucken, wie sieht das jetzt hier? Ja, okay, hier ist ein bisschen komisch schief, weil wir das Haus schief gebaut haben, aber es ist alles dicht auf jeden Fall. Ja, wenn da die nächste Wand dran steht, sieht man das nicht mehr. 107 Baumstämme. Ist eine Aufgabe. Schlafen? Vergiss nicht, gell? Erst ab dem vierten Stock gibt es einen Fahrstuhl. Ja, will jetzt schlafen, ist glaube ich auch doof. Die halbe Nacht ist eh Oh, vorbei. guck mal, wer da. Komm mal, komm. Dich. Hab Durst und Hunger schon wieder. Alter, im Moment Ich. habe ich übelst viel Durst und Hunger. Das ist Ja, das ist abnormal. situationsbedingt irgendwie. Also ab und zu ist das richtig schlimm. Bei meinem auch. Ah, trinken haben wir ja noch. Wenn nicht, wir haben auch noch einen Kochtopf. Ich bin immer nach dem Magen gegangen, wenn man Hunger hat. Aber anscheinend stimmt das nicht, weil der ganz aus, der dunkelblaue außen rechts. Das ist deine generelle. Ja, das ist. Der hellblaue ist deine Ausdauer. Und wenn du die überanstrengst, ziehst du halt auch den rechten mit runter. Und wenn der weg ist, hast du halt auch gar keine Ausdauer mehr. Jetzt sagt er schon wieder, ich soll was essen. Bist du Mein krank? Magen ist aber voll. Dann stimmt da irgendwas nicht. Dann setz dich mal hin, vielleicht. Jetzt habe ich schon. Da sitzen, da flitzen zwei. Und da ist auch ein Dings bei.
Drei, vier, fünf. Wie ist denn da hinten? Wow. Fünf und so ein Riesenmistfick. Oh, der kommt sogar hierher. Ich setze mich mal an die Flanke. Habe Wie ist ich das? Holzpfeile? Ja. Bin für die Erfindung des Schießpulvers. Du willst nicht wirklich auf den Schießpulver. Doch. Kriegst du die Pfeile wieder durch den? Könnt ihr mal ranlocken. Ich habe mir gerade nur mal ein paar Dingspfeile gemacht. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich die auswähle. Boah, hat der mir einen Tritt verpasst. Ich würde sagen, ich habe seine Aufmerksamkeit. Der hat mir einen Tritt verpasst und hat mir eine gesamte Rüstung So. weggeknallt. Du. Brenn, Junge, brenn. Hat der mal einen, nee, habe ich den Pfeil habe ich mich glaube ich genommen, ja. Sieht aus wie so ein verbrannter Marshmallow. Es ist ein verbrannter Marshmallow. Naja, wie nennt man das sonst? Lebendiges Schlammhäufchen? Kommst du jetzt zum Eier? Nee, Kollege, abhauen ist nicht. Dann zünde ich dich nochmal Wollte an. gerade sagen, geh nicht hinterher. Der hat mir sämtliche Rüstungen weggeknallt gerade. Mit einem Tritt. Oh, der ging etwas daneben. Toll, der hat sich ja richtig gelohnt. Wie bitte? Hätte ich keinen brennenden Pfeil mehr für gebraucht. So, erstmal schön ein Stück abschneiden. Und den Stein mitnehmen. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, mache ich jetzt erstmal Holz. Ich würde sagen, die Nacht machen wir mal durch. Weil jetzt noch schlafen gehen lohnt sich auf jeden Fall nicht mehr. Nee, wird jetzt langsam wieder Willst hell, du denke ich. fällen? Ich sammel oder Kann man machen. willst du sammeln? Kann man machen, da hole ich meine Axt raus. Gut. Hier sind jede Menge Bäume noch, die ich schon umgebaut habe. Ich lasse es Richtung Haus fallen, nicht, dass es noch weiß Gott wie weit geht. Ja, das ist immer perfekt. Dann haben wir auch kürzere Wege. Lass es nur nicht unbedingt auf mich fallen, ansonsten Nee, sag nee. Bescheid. Wenn du. Also du, der Wagen und dann 5 Meter. Da fällt er hin. Ja, von wegen. Doch, macht richtig. Oh, Das sah gerade perfekt. komplett falsch aus an meinem Monitor. Oh, Fällt schön in die ganz voll. falsche Richtung, wie er eigentlich runterfällt. Wo ist unser zweiter Wagen? Das ist einer. Zweite steht hier. Ich hoffe, dass sich jetzt hier kein Krokodil rumschleicht. Weil im Dunkeln siehst du die ganz schlecht. Wie die Bäume knacken durch den Wind, hey.
Da habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal hier gewundert über irgendwelche Geräusche.